5 Teams kämpfen um die Siegesprämie von sagenhaften 1.000 Euro plus 5.000 Euro Beratungsleistungen. Wir wollen hier einfach ein super Klima in Rheinland-Pfalz weiterhin bieten, dass eure Ideen auch zu Geld werden, zu Produkten werden, zu tollen Dienstleistungen werden und ihr euch hier einfach wohlfühlt, weil dieses Land einfach klasse ist. Stellt euch auf den Kopf und erforscht eure Sinne und ihr merkt, wie von der Partyplänen euer Dopamin schwindet. Für die Hochzeit von Tim und Struppi, oder für die Firmenfeier deiner Mutti. Du schmeißt eine Party und ja, was willst du da? Du willst es stressfrei, keine Sauerei. Und auf 1, 2, 3 kommen wir per Drive-By auch bei dir vorbei. Schaust dir an, steigst du ein und schon machst klick, klick, klick. Und schon merkst du gescheit, es ist wieder soweit, dass du deine Chick mehr wollt wie einen schlechten Fotoabzug von einem Selfie-Stick. Bilder von dem Handy sind echt nicht scharf. Und für 500 Euro am Tag sind wir billiger als ein Fotograf. Stopp mich, ja. Wir sind hier an der Uni, ja. Wir brauchen Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Jury denken. Sieh sie dir doch mal an. Die wollen nicht nur wissen, ob das Ding fährt, sondern ob die Kohle sich vermehrt. Ja. Okay? Also ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Gut. So, das Ding ist rein, sauber. Wir haben TÜV bis 2017. Werdet ihr wohl sagen, die Idee ist doch nicht neu. Aber hier im Südwesten sind wir mit den Ersten und die Besten. Bis zu 6 Personen passen in den Camper und mit 50 Accessoires und Funktionen. Da ist kein Platz für Diskussionen. Ja, ja, jetzt seid ihr ganz schön perplex. Ihr bekommt sogar eine 1A-Spiegelreflex. Mit einem externen Blitzer und einem Soundsystem dazu habt ihr mit viel Witz aus einem Schlitz so viele Fotos ihr wollt. Im Nu. Wir ziehen das Ganze ganz groß auf. Jedes Jahr bauen wir so ein Ding. Und bis 2020 haben wir ein Pling-Pling-Franchising. Weiter ging es dann mit unserem Foodtruck. Ein alter amerikanischer Schulbus, den wir umgebaut haben als Foodtruck. Und mit dem machen wir handgemachte Burger mit extra viel Liebe. Nein! Doch! Natürlich haben wir unseren Schulbus auch mitgebracht, um ihn euch zu zeigen. Und uns kann man auch mieten, auch ohne Burger. Nein! Doch! Ein amerikanischer Schulbus ist selten. Es gibt nur 4 Stück in Deutschland, die als Foodtruck rumfahren. Nein! Doch! Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich bin ein Zocker. Ich zocke Rollenspiele für mein Leben gerne. Als ich vor kurzem wieder allein in meinem Keller saß, hatte ich plötzlich eine Vision. Diese besagte, ich soll mir mein iPhone schnappen, welches öfters mal Probleme macht, und nach draußen gehen. Denn draußen ist nicht nur draußen, sondern draußen ist auch die Welt von Venleges. Venleges ist das erste geobasierte Action-Rollenspiel für Smartphones, welches die Grenzen zwischen einer Realität und Virtualität sprengt. Hallo, ich bin der Horst. Ich bin ein starker Krieger. Ich bin dein virtueller Charakter und ziehe mit dir raus in die Venleges-Welt. Dort sammeln wir an realen Orten virtuelle Schätze. Diese beinhalten Waffen, Gold und Ausrüstung, mit der du mich ausstatten kannst. Coole Sache. Dann begeben wir uns doch mal auf die Suche. Los geht's. Oh, Menschen. Oh. Mein Name ist Zwerg. Giftzwerg. Und du und du, armer Student, ihr könnt euch das Spiel Venleges leisten, denn es ist kostenlos. So tolle Ausrüstungsgegenstände wie diese kleine Axt habe ich gefunden. Oder könnt auch Sachen mit Spielern tauschen. Das hier habe ich von so einem kleinen, blonden, nervösen Kerl mit einer Hühnerphobie. Naja, ich glaube, ich tausche das mal ein gegen virtuelles Gold. Das Spiel finanziert sich nämlich durch eure In-App-Käufe und durch Werbebanner. Aber erstmal eine größere Axt. Auf die Größe kommt es nämlich manchmal doch an. Puh, jetzt waren wir mal ganz schön unterwegs. Und haben auch einiges gefunden. Ja, ich habe mein legendäres Schwert und mein episches Schild. Aber was ist denn das? Ein anderer Spieler. Das ist ein Gegner. Komm, den greifen wir an. Den machen wir fertig. Das Spiel ist zwar kostenlos und es geht In-App-Käufe, aber es ist kein Pay-to-Win. Das heißt, jeder Spieler hat die gleichen Chancen, ob er jetzt sammeln geht oder ob er die Gegenstände kauft. Ach, der arme Zwerg, das tut mir schon ein bisschen leid. Wollen wir nicht einfach nur unseren Clan einladen? Ein Zwerg?
böser als Berg. Ja, man kann das Spiel alleine oder auch in Gruppen spielen. In Gruppen kann man die schweren Quests viel leichter lösen. Es gibt zwei Arten von Quests, einmal die globalen Quests und einmal die ortsgebundenen Quests. Da fällt mir gerade ein, so einen ortsgebundenen Quest, den habe ich noch. Und zwar, der müsste eigentlich genau hier stattfinden. Ha! Ich bin die Uschi, die böse Blutelfe. Und ich werde diese alte, stinkende Stadt meiner dunklen Macht unterwerfen. 35 Millionen potenzielle Wenn-Leges-Spieler gibt es in Deutschland. Dabei ist die Zielgruppe vor allem die Rollenspieler und die Geocacher. Und die werde ich alle davonjagen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen sie besiegen. Auf in unseren Endkampf. Ah! Oh, die arme Uschi, aber fest erfüllt. Und wenn ihr die Uschi auch besiegen wollt, dann meldet euch an zu unserem Beta-Test. Geht auf www.wennleges.de. Seid dabei. Guten Abend, mein Name ist Manus Leindecker. Ich bin Erfinder des haarfreien Duschabflusses Smooth Drain. Schauen wir uns die Entstehung des Problems an. Am Anfang war das Sechslochsieb. Dort blieben die Haare gut sichtbar liegen und mussten nach jedem Duschen entfernt werden. Irgendwann wurde das als Problem erkannt. Also haben sie einen Deckel drauf gemacht. Dann sieht man es nicht mehr. Problemlösungsansätze von solcher Genialität findet man sonst nur noch bei VW, in der Politik und wenn Kleinkinder Verstecken spielen. Und schlimmer noch, das ist so eine Art Transitzone für Haare. Erstmal ist alles gut aufgehoben und keiner stört sich dran. Aber irgendwann ist es voll und dann läuft es nicht mehr. Und schlimmer noch, die Hersteller haben sich gar keine Mühe gegeben, die Haarhindernisse im Ablauf zu reduzieren. Oder fachsprachlich ausgedrückt, alle Abflüsse haben überall lauter Stüppelchen und Drecksecken, wo sich Haare und Schmodder sammeln. Und alle zwei Wochen wird man von seiner Frau gezwungen, so ein stinkiges Ekelknäuel aus dem Siffloch zu piedeln. Der Smooth Drain mit seinem patentierten magnetdynamischen Step-on-Schnapp-Mechanismus eliminiert die Hindernisse im Ablauf durch ein von der Bionik inspiriertes Ständer-im-Loch-Prinzip. Der Deckel ruht dabei auf einem Zapfen tiefer im Abfluss und wird dort von Magneten im Gleichgewicht gehalten. Dieser Gleichgewichtspunkt ist auch gleichzeitig der einzige Punkt, an dem sich vorübergehend Haare festsetzen können. Tritt man jedoch während des Duschens gelegentlich auf den Deckel, so gleitet dieser tiefer hinein, hebt sich leicht von der Schräge ab und die Haare werden weggespült. Und weil sich keine Haare festsetzen können, bildet sich auch kein Knäuel und der Abfluss verstopft nicht. Und nein, es ist nicht wackelig. Und ja, es funktioniert wirklich. In Deutschland gibt es 40 Millionen Haushalte. Wenn Badezimmer alle 20 Jahre neu gemacht werden, sind das 2 Millionen neue Duschen pro Jahr. Und noch eine Kleinigkeit. Man kann den Abfluss an haarige Völker auf der ganzen Welt verkaufen. Und es sind nicht nur Kopfhaare das Problem. Nein, es kann auch was anderes sein. Zum Beispiel Menschenhaar von meinem Rücken. Dankeschön. Gibt mir einen großen Schub, meine Idee wirklich auf den Markt zu bringen und für den Kunden das Problem der Haare im Duschabfluss zu lösen. Wir werden die, wie gehabt, vorantreiben. Wir werden die App fertig entwickeln und dann auf den Markt bringen und schön die Werbetrommel dafür rühren, dass wir dann auch viele Spieler gewinnen. Freude, Spaß und hier dran teilzunehmen ist, glaube ich, einfach auch eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und ja, für die Zukunft zu schauen, wo man vielleicht doch noch Kooperationen eingehen kann.